Grüß Gott, Herr Nodonna, Vorstand, Chef vom Gasteiner Tourismusverband. Freut mich, dass ich Sie besuchen darf, ein paar Worte von Ihnen zu hören. Wir treffen uns jetzt hier im Gondelbahnhof der Gasteiner Bergbahnen. 122 nagelneue, schöne Gondeln stehen da. Ich bin heute über die Grenze gekommen. Ich darf wieder nach Österreich reinreisen, wie ich will. Was sagen Sie dazu heute? Super, freue mich. Herzliches Willkommen zum einen. Ich höre den Dialekt so gern, ich habe einen Schwager in Bayern draußen. Ich freue mich, dass die dann auch wieder reinkommen können, wenn ihr problemlos über die Grenze gekommen seid. Und ich muss ehrlich sagen, wir freuen uns einfach drauf, wenn es endlich wieder losgeht. Mhm. Wenn wir Gäste bei uns begrüßen dürfen, das ist unser Chef, das ist das, was wir gern tun, Leuten die Besonderheiten des Tales zeigen. Und ja, erster Tag heute und mögen noch gute diesen Sommer folgen. Wir von der Fachzeitschrift Busfahrt, Bustouristik Scherzer fragen jetzt natürlich auch nach, was gibt es denn jetzt im Gasteiner Tal für Sommer, Herbst, neue Angebote? Gibt es was Spezielles, was man vielleicht mal erwähnen sollte? Absolut. Also zum einen, wir sind ja vorne und hinten nur durch einen Tunnel erreichbar, wie so ein verstecktes Nest an Schätzen und Besonderheiten, würde ich sagen. Wir haben die Sommerbergbahnen, wo du auf jedem Erlebnisberg was anderes genießen, entdecken kannst. Wir haben die Thermen, die an Tagen, wo es vielleicht nicht so schön ist, zum Entspannen, zum Erholen einladen. Und wir spielen hier im Tal schon seit jeher auch mit der Hochkultur. Das heißt, wir haben die Salzburger Philharmonie bei uns, wir haben die Kamerate bei uns und wir werden mit denen diesen Sommer Waldkonzerte anbieten, wo klassische Musik draußen in der Natur geboten wird mit am angenehmen Publikum, kleine Gruppen, und das wird sicher eines der Highlights sein, die wir diesen Sommer noch zusätzlich anbieten. Herr Nodonna, wie wertig ist für das Gasteiner Tal der Bustourismus rückwirkend 2019, sage ich jetzt? Gastein ist von den Nächtigungen her große Destination. Wir haben in den drei Orten in Summe 2,5 Millionen Nächte, und da ist natürlich der Gast, der über Bustouristik zu uns kommt, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, der da mit der Rolle spielt. Und umso mehr freuen wir uns, wenn da die Dinge wieder in die Gänge kommen und wir Busgäste bei uns begrüßen können. Herr Nodonna, ich würde Ihnen gerne zum Abschluss unseres Gesprächs unseren Jubiläumsbus der Fachzeitschrift Busfahrt überreichen und auch unsere Sonderausgabe mit den Gasteiner Bergbahnen. Haben Sie noch ein nettes Wort für die Busunternehmer, die sich jetzt gerade alle in der Neuplanung befinden und vielleicht auch das Gasteiner Tal jetzt mit aufnehmen? Vorab ein nettes Wort zu Ihnen. Ich freue mich. Mein Bub wird sich nämlich freuen, wenn er so einen Bus bei ihm daheim in der Autosammlung dann stehen hat. Das ist das eine. Und zum anderen, was die Busunternehmer betrifft, herzlich eingeladen. Wir sind bereit, die Gasteiner Tal Tourismus GmbH, wir verstehen uns als Dreh- und Angelpunkt. Wenn es irgendwo drückt, wenn man irgendwas wissen will, wenn man Programm braucht, wenn man sich Sachen zusammenstellen will, weil man vielleicht noch neu ist und noch nie da war im Tal, wir helfen gerne weiter. Wir haben die kompetenten Leute im Haus und wir haben die entsprechenden Verbindungen ins Tal hinein, um hier einfach einen perfekten Aufenthalt für Ihre Gäste bieten zu können. Ich bedanke mich, Herr Nodonna, fürs Gespräch. Unser Jubiläumsbus, Ehrenplatz wahrscheinlich in der Autosammlung beim Sohn, und absolut, die Ausgabe vom Busziele noch mit der Seite von Gasteiner, und wünsche Ihnen eine noch erfolgreiche Saison 2020 und wir kommen wieder. Das wünsche ich Ihnen auch und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Wiederschauen, für Gott. Für Gott.